Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir vergrünen ja langsam hier unser Gebiet und hier wird gerade der Handel noch betrieben. Weil wir natürlich unser Lager hier vollkommen vollpumpen mit Nahrung fürs Erste und jetzt hat auch ganz gut durchgekommen sind. Und jetzt wird unsere Aufmerksamkeit verloren. Bei einer Planetarenurkunde wurde ein gewaltiges unterirdisches Salzwasservorkommen gefunden. Das salzige Wasser befindet sich tief in einem Berg, aber es kann gut ausgerüstet werden können. Den Stollengraben in ihn mit Metallstützen absichern und den Sprengsatz platzieren. Die Explosion sollte eine Seite des Berges wegsprengen und das Wasser einen Weg in den nahegelegenen Krater bahnen. Kostet, warum bombardieren wir es nicht einfach aus vom Weltraum aus? Löst ein Marsbeben aus. Kostet 30 Millionen. Nö, lass mal so. Dann haben wir gleich wieder eine Mission nach der hier. Natürlich müssen die sich jetzt erst hier dementsprechend ausfinden. Weil die Produktion ist aktuell auch nicht so hoch. Dieses 1,8er, das macht schon was aus, ne? Angeblich tun wir immer noch 5 mehr produzieren pro Soll. Tun wir nochmal das Handelsboot angeben. Was ich jetzt machen würde gerne, ist mal mit unseren Fellow-Typen hier reden. 37 Gebäude und 100 Kolonisten, ah. Bin ich schon ein bisschen größer. Netzressourcen. Ich würde gerne, kann ich? Technologie stehen könnte ich rein theoretisch. Kontakt. Technologie austauschen. Wir tauschen Fabrik Verstärkung. Gut, dann. Fangen wir auch mal. Eine schwerelose Medizin. Perfekt. Technologie austausch. Sind für uns nicht von Interesse. Das ist ein Standardressourcen, wahrscheinlich suchen. Wir brauchen, was willst du? Ich brauche Polymer, ne? Können wir nicht helfen? Standardressourcen, wir brauchen Beton, wir brauchen Nahrung. Vielen Dank, Hilfsrakete ist unterwegs. Ach Leute, jetzt habe ich den Hilfsrakete angefragt. Schwerelose Medizin. Und was fällt denn schwerelose Medizin? Das ist jetzt so die andere Sache. Wo ist hier schwerelose Medizin, ne? Ah, da. Schwerelose Medizin. Neue Spitze Klinik. Hat eine größere Position und ist effektiver als Krankenstation. Der was mich interessieren würde, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Klinik baue. Haben die mit einer bestimmten Reichweite diese Gebäude oder sind die für alle? Service Medizin Check. Sollte ich ja wahrscheinlich hier drunter. Holy shit, ist die Auswahl groß. Krankenhaus. Und was fällt das dann? Klinik. Er braucht 20, Wartung 3. Service Medizin Check. Ah, es muss aber in so einer Mitte platziert werden. Also von so einer runden Riesenkugel kann es sein. Kein Spitzenplatz schauen. Shuttles überlastet. Ihr seid leider maximal auch dran. Nicht genug Treibstoff. Die benötigen Treibstoff, warum kriegen die keinen Treibstoff? Ich brauche mehr Treibstoff. Produktionsgebäude. Wait, what?
Das ist mir vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Treibstoff, los Leute! Okay, vielleicht fordere ich trotzdem nochmal eine Rakete mit Maschinenteil an. Starten. Ich könnte natürlich jetzt auch abbrechen, aber nee. Kein Treibstoff mehr für Shuttles. Uff. Wie ist denn, ja, wir haben gar nichts mehr, ne? Kann ich rein theoretisch hier Saatgut herstellen? Wir gehen hier auf Nutzpflanzen. Von der Produktion her. Schicken wir die nächste Rakete runter. Die Russen schicken uns Nahrung. Auch geil irgendwie, oder? Die ist aber gleich wieder entladen, denke ich. Findet sich da ganz hinten wieder der überfällige Terrorist. Er findet sich auch da hinten. Uff. So, die holen jetzt den Treibstoff hoffentlich raus. Ah ne, die Maschinenteile zu Produktionsbeginn. Damit halt die Shuttles wieder anfangen können zu fliegen, brauchen wir Treibstoff. Also, Treibstoff haben wir aktuell nicht. Das müsste jetzt aber gleich. Yep, geht auf unseren Wasserbedarf. Dafür sollte jetzt hoffentlich die Produktion höher sein, wie wir es brauchen. Dann sollten unsere Shuttle auch wieder Möglichkeiten haben zu fliegen. So nicht, die brauchen auch 100 hier drin. Das ist... Aha, scheiße. Produktion bei 19. Samen des Lebens, was? Aber wir jetzt selber Samen produzieren im Grunde, oder was? Ein toter Kolonist mal wieder. Chronisch krank, entrüstet Überlebenskünstler. Ja, Senior. Der war... Lager schon niedrig. Also hoffentlich sollte dann wieder das Treibstoffproblem sich erledigen. Sie haben auch noch keinen Treibstoff, aber das wird sich hoffentlich bald anpassen. Das ist so niedrig. Warum Metalle für Wartung? 16,4 auf einmal. Drei Wohnplätze, 7, 4, 11, 15 freie Wohnplätze.
Habt ihr, ach so, weil Seniorenheim. Weil alle da drin wohnen. Kann ich dann nicht das Seniorenheim abreißen? Dann müssen die Senioren halt hier drüben jetzt wohnen. Hier ist aber auch schön. Ich wollte gerade sagen, ihr werdet doch mir nicht sagen, dass ihr das Obdachlosenheim hier nicht findet. Kein Treibstoff für Shuttle. Neue Planetenanomalien gefunden. Schön. Da gibt's Ressourcen. Expedition aussenden. Tanken schicken. Sektor scan. Oh, wie viel Wasser. Holy shit. Aber das hat natürlich auch geil. Allein die Möglichkeit an Edelmetallen, die sich hier hinten befinden. Ein toter Kolonist mal wieder. Ist hier noch 15, ist hier noch drin. Uff. Meteor incoming. Leute, wir haben ein fettes Stromleck. Shuttle braucht wieder Strom. Ja, ja, Shuttle braucht wieder Strom. Das ist nicht gut. Langsam wird es hier grün, aber halt sehr, sehr langsam. Gut, das Leck ist jetzt vorbei. Wie schaut es mit der Forschung aus? Oh, die dauert noch Ewigkeiten. Windstandfähiges Habit, die Wasser- und Temperaturbedarf von grünen Büschen, von Gras, Büschen und Bäumen und Nutzpflanzen auf offenen Farmen. Bedeutet, wenn ich jetzt gucke zum Beispiel und ich sage, okay, ich will bei dir jetzt Gras machen. Geht nicht, dann würde ich 5, das würde dann gehen. Oder 3, theoretisch könnte ich dann Gräser anfangen zu pflanzen. Cool. Gut, der fliegt jetzt die Mission. Und wie viel brauchen wir dafür? 9000. Die haben wir hier schon gut verbraucht. Dann tun wir das mal reinsetzen als nächstes, würde ich sagen. So. Sollte das ganz gut passen. Das heißt, die Touristen zahlen 50% mehr Geldmittel, wenn sie zur Erde zurückkehren, erhalten sie 100%, erhalte 100% Touristenbewerber. Holy shit, okay. So, beide gehen jetzt auf ihre Mission. Treibstoff sollte hoffentlich eine große... Also wir machen jetzt eine Produktion wie sonst noch was. Eine Polymerfabrik funktioniert nicht etwas mehr. Ja, okay, die brauchen Treibstoff, aber das sollten sie ja hoffentlich bekommen bald. Sollte hoffentlich ja langsam werden. Nahrung ist schon. Transportfabrik kennt Shuttle-Treibstoff mehr. Ja, okay, das ist halt aktuell noch, bis die Situation geregelter abläuft. Ist da nicht wirklich was zu machen dran.
Jetzt hat der 0,5 auf Lager noch. Eigentlich hatten wir mal ein Treibstofflager voll mit Benzin und allem drum und dran. Mittlerweile nicht mehr. Eine neue Anomalie. Jawohl. Ferngesteuerter Erkunder. Dein Spezialgebiet. Dann tun wir noch den Rest freischalten. Dann haben wir alles erforscht schon mal auf der Oberfläche. Der bringt 33 Metalle mit. Das Problem natürlich auch jetzt wiederum ist, für jede Rakete, die wir auf Mission schicken, für die brauchen wir allein wieder 15 Treibstoff und aktuell können wir uns das halt schlecht leisten. Was haben wir denn hier zum Beispiel noch? Hier kriegen wir Ressourcen. Öffnen des Sole-Vorkommens. Ist das nicht jetzt gerade sogar in Gange? Ah ne, das haben wir noch zur Verfügung. Ferngesteuerte Safari, neue Technologien. Schicke ich gleich sogar mal hin, weil ferngesteuerte Safari ist natürlich schon geil. Aber da haben wir halt wieder das Problem mit Treibstoff. Wir brauchen tonnenweise Treibstoff jetzt. Inaktive Extraktoren, oh shit. Sherlock, unser Ressourcenhaus ist leer. Das ist nicht gut. Haben wir denn hier irgendwo in der Nähe noch Metall? Da hinten haben wir ein großes Lager. Aber auch nur 2000. Man wollte so einen Punkt, wo ganz viel ist einfach. Die zwei zum Beispiel, da mal. Haben wir 600 Metalle hier und hier haben wir 3000. Ich bräuchte aber da hinten halt eine dementsprechende Sache. Ach, guck mal! Der ist ja auch schon da. Wir machen aktuell schon ein bisschen Veränderung. Heimweg-Kolonisten haben wir auch noch. Der wartet nur auf benötigt Safari-Fernsteuerung. Oh. Was für ein blödes Fahrzeug oder was? Uff. So, dann hab ich nicht. Dann machen wir halt erst einen anderen Expedition aussenden, ja? Wieso? Ich habe doch die Rakete zur Verfügung oder bin ich doof? Sohle verkommen, Expedition aussehen, bereit. Schicken. Los geht's. Lade Handelsressourcen ab. Der müsste auch bald voll sein, oder? Ja, jetzt werden wir für erste keine Handeln mehr annehmen. Mehr für Wartung ist auch schon so. Und jetzt ist es hier auch vorbei. So. Im Obdachlose. Und 6 Arbeitslose. Sektor scanned. Nicht auf Jobsuche, Psychohanda. Wie kann es sein, dass die Wohnungen suchen? 2000, oh, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Wahnsinn. Ah, das bedeutet, wenn wir jetzt auf Forschung gucken. Na, Forschung. Dann sollte der für 40% schon sein. Aus einer Stärke. Geburt immer sehr verlieren durch Katastrophen nicht die Besonnenheit.
und den Netzwerkknoten. Da kann ich dann Fahrzeuge bauen. Das werden wir ja langsam alles freischalten, so ein bisschen. Wir haben Großteil schon erforscht, aber ganz drüber sind wir noch nicht. Welche Rakete will er denn auftanken? Der bringt 6 Passagiere zurück. Obwohl sie sagen, wir hätten keine Jobs. Das muss sich hier nur jemand finden lassen. Da, alles gut. Ich weiß gar nicht, was er hatten. Kann ich die jetzt alle verbessern? Yo! Upgrade verstärken. Der Mars hat 2% dazu gewonnen. Geil. Fun Fact, jetzt brauche ich ja gleich nämlich gar nicht mehr das Upgrade. Klar, für Bäume wäre das dann geil. Was bringt das nochmal? Punkte und Verbrauch. Plus 20% Verbrauch an Energie, das ist mir relativ wurscht. Aber plus 20 Produktion ist natürlich schon ein Schmecker, lecker. Muss ich natürlich bei den anderen Produktionsgebäuden auch noch machen. Verstärken. Ich eh hatte hier oben noch einer stehen. 2, die so voll besetzt sind. Schau mal, aktuell produzieren die 3 und 1, 6. Wir schicken beiden ein Upgrade. 3 und 1, 6 war es. 3 und 1, 6. Darf ich nicht vergessen. 3 und 1, 6. Schaut das auch gut aus, kommt voran. 3, 6. Klein, aber fein. Immerhin fast 1, komplett. 1, 9. Das lässt sich sehen. Immerhin produziert, tut sich die Produktion ja doch erhöhen. Ach, das ist natürlich, du brauchst halt die ganze Zeit neue Mitarbeiter. Spezialisierung Botaniker. Falsche Arbeitsplatzwahl. Richtige Spezialisierung. Ingenieure brauche ich echt tonnenweise. Wenn wir es so sehen, ne? Planetare Projekte, verhaltensbezogene Verschmelzung, automatisierte Farmen. Automatisierte Farmen? Ah, habe ich freigeschaltet. Hier. Upgrade für Farmen und Hykokulturen und Pilzfarmen. Automatisierung verringert die Anzahl benötigten Arbeiter. Schick. Planetare Projekte schaltet folgende Spezialprojekte frei: Vegetation verbreiten, verbessert Vegetation und Wolkensaat, verbessert Wasser. Verfügbar über die Planetenansicht. Schick. Das hier ist verhaltensbezogene Verschmelzung, Sanatorium Upgrade. Verhaltensbezogene Verschmelzung ersetzt entfernte Schwächen und durch zufällige Stärken. Oh, das ist böse. Das ist ja richtig böse gut. Ho, 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 ho. Das ist geil. Sektor scanned. Sektor gescannt. Ja, okay, da wird kommen was an. Jetzt gehen wir noch nach da hinten. 8 und 9 direkt vorgeben. Damit wir alles durchgescannt haben. Schauen wir mal. Eigentlich müssen wir noch eine Rakete landen lassen, ne? So, die hier. Kommst du hier runter wieder? Ach, das sind wir fast bummvoll. Wir brauchen aktuell nichts mehr. Schau dich mal das Nahrungslager an. Wahnsinn. Gut. Jetzt wird wieder
Benzin gelagert sozusagen. Ja, die verbrauchen natürlich auch noch. Das sind natürlich die nächsten Sachen, die Treibhausproduktion hier, damit wir die Temperatur hochheizen können, wie sonst noch was. Turbobürste. Und der Maßbeben, zwei Gebäude beschädigt. Hupsala. Ja, die braucht hier noch einen Stromanschluss. Eisassoisitenfänger. Ja, das ist gut, aber dafür brauchen wir halt die dementsprechenden Reste, ne? Terraforming Gesamtfortschritt. Schon ordentlich. Nachhaltiges Gras haben wir freigeschaltet. Das ist geil. Atembare Atmosphäre ist also 50% Temperatur und 95% giftiger Regen beginnt bei 25, okay. Blauer Himmel ist bei 50, Staubstürme enden bei 50, Kältewellen enden bei 50. Meteoritenstürme enden bei 80, giftiger Regen endet bei 5% Wasser, 55% Temperatur und 55% Wolken. Plötzlicher Wildwuchs bei 30% erst, holy shit. Nachhaltige Büsche wäre halt noch so, was wir brauchen. Aber jetzt sagst du, wir können jetzt rein theoretisch hier auch schon zwischendurch überall Gras reintun. Ein bisschen Gräser überall rein. Da freut sich die Maschinerie. Alles, was grün macht, freut sich. So. Ja, dich habe ich jetzt erst umgestellt, glaube ich. Zwei. Ja, ich wollte wissen, welche Gebäude beschädigt sind. Okay. Lagerstand gering. Ja, okay, das ist echt gering langsam. Alle Arbeitsschichten tun auch wieder verstärken. Und hoffen, dass genug Mitarbeiter kommen. Ich habe immer noch über 80 freie Arbeitsplätze. Holy shit. Ich brauche eigentlich nur eine reine Wohnkuppel auch mal. Comfort Boost 10. Könnte ich denn hier noch... Mit Kuppeln mal ausgehen. Hier noch einen Gang irgendwo hinbauen. Ja, ginge. Eigentlich würde ich lieber so eine Megakuppel irgendwo hinsetzen, zum Beispiel. Sektor scanned. Okay. Das können wir auf jeden Fall mal aussenden. Haben wir noch einer hier? Ja, dafür brauchen wir eine Safari. Ergebnis, ein Tempo, nicht genug Geldmittel. Es gibt 400, das ist ja fast nichts mehr, was ich jetzt dazu sage. Löst einen Meteoritensturm aus. Schicken wir dich mal los. Ich bin gespannt, wenn die ersten Gräser auftauchen. Weil dich können wir rein theoretisch komplett auf Gras umschalten fürs Erste. Du bist ja schon vollkommen begrünt. Bei der Tier werden die ersten Gräser auftauchen. Aber ja. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert noch nicht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde mal schauen, vielleicht kann ich dann inzwischen ein bisschen vorlaufen lassen, damit wir mehr Zeug kriegen und alles drum und dran. Damit einfach mehr da ist.
Wir schicken auf jeden Fall jetzt nochmal unseren Freund hier auf diese Mission hier, damit wir noch ein bisschen mehr Wasser kriegen. Also, bis dann. Ciao.